Gut, ich habe die Schwierigkeit auch etwas hochgestellt, aber mich wundert es, dass halt immer so schnell ist. Es kann ja nur an den Verbesserungen vom Fahrzeug liegen. Warum driftet der dann? 1,5 Sekunden, wow. Hat das heute jetzt auch noch Weber? Deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als dein. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,7 Sekunden. Was diese zwei ausmacht, ne? Also von 85 auf 87 zu stellen. Dann kann ich mich etwas von ihm ziehen lassen.
klar, das Rennen nicht beenden zu können. Der Fahrer war die ganze Zeit sehr aggressiv und hat daher jetzt wenig Benzin. Und nicht, dass er mitten einfach so aus der Session ausscheidet. Einfach wirklich saubere Linien fahren. Da nicht zu eng ziehen. Ich nutze ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Einen guten Überschuss des weiteren. Die Frage, kann ich genug Abstand für meinen Boxenstopp rausholen? Dann wieder vor Bottas rauszukommen.
Fahrer hinter mir. Lukas hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Hafengriffen. Letzte Rundenzeit lag bei 1,21,1. Der ist echt auf eine Einstopp-Strategie gegangen. Ich fass es nicht. Deswegen ist er sehr lange soft gefahren. Aber die Reifen müssen dann echt tot sein. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist der bessere Fahrer von uns beiden und wer hat die bessere Strategie ausgewählt? Theoretisch nach Boxenstopp-Strategie. Also nach Reifen. Könnte er sein und dann vorne sein. Aber guck mal, Verstappen hat nur einen Boxenstopp gemacht und ist direkt hinter Weber. Schon. Schon rein. Die Roten haben letztes Mal so krass schnell abgebaut. Diese Runde. Davor habe ich 7 Runden mit dem Reifen ausgeweitet. Okay, komm. Ist so was? Risiko. Risiko, Risiko, Risiko. Komplettes Risiko. Also Weber wird auf jeden Fall vor mir rauskommen. Aber ich komme jetzt auf Roten raus. Komme ich jetzt noch beim Ferrari raus oder erst beim Blauen? Erst beim Blauen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Mit den harten Reifen haben wir dadurch jetzt echt einen Vorteil in den Regen, wenn der Regen kommen sollte. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Einfach rollen lassen.
Okay, ich wollte rüberziehen, aber ich konnte nicht. Ja, genau. Ich wollte einfach die Außenlinie haben. Schon manchmal fast neben der Strecke, hey. Sehen sie denn nicht schlecht aus, aber es sind auch nur 7 Runden drin. Deswegen wäre ich fast lieber eine Runde später in die Box gegangen oder sogar 2. Aber der wird mit harten Reifen genauso abgebaut haben. Solange kein Regen kommt, könnte halt meine Taktik aufgehen. Wieder 3 Red Bulls vorne, ey. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Rausgekommen. Ich noch.
Wetterbericht. 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 Rechne mit etwas Regen. Ungefähr 10 bis 15 Minuten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das ist mir auch klar, dass ich das tue. Drehen wir den Spieß mal um, jetzt habe ich rote Reifen. Habe ich ihm eigentlich genug Platz gelassen? Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Wird aber Verstappen jetzt noch nicht. Abschreiben. Drei Runden sind es noch, auch mit den Reifen. Ich dachte echt nicht, dass meine Taktik so gut aufgeht am Ende mit den Roten. Dass dieser Undercut relativ gut funktioniert hat, ich viel DRS nutze, gut um Zeit so gut zu machen, um die Strecke auch besser kennenzulernen. Wir haben einen der Gänge verloren. Das Getriebe ist stark beschädigt. Uns fehlt Eingang. Ich merk's, den fünften Teil. Vierten. Alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich.
Bleib einfach dran. Gib dein Bestes. Was war denn das von mir? Ich kann auch Fett einfach zu Ende fahren. Ich hätte schon viel früher Fett fahren können. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Nicht gerade nicht. Fahrer hinter mir. Verstappen hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 20,1. Reifen, ey. Jetzt kommt die rutschige Phase. Oh, ich hab den Gang wieder. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Als zweiter gestartet, als erster ins Ziel. Lieber als erster gestartet, als dritter ins Ziel. Ja, meine Taktiken wohl eher auf. Wow, es wird mal blaue Flagge angezeigt. Was, sag ich mal, dass ich überrunden darf. Ey, jetzt lass mich auch vorbei. Alter, wo willst du mich vorbeilassen? Wollt ihr mich vorbeilassen oder mich abschießen, ey? Hier schon, dass zelebriert wird. Stehe vor hier, was noch geholt. Woo! Einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Jawohl. Col Rosso wird hier langsam echt gut. Das war eine sehr ungewisse Angelegenheit, aber Toro Rosso hat es am Ende doch gebracht. Ein großartiger Erfolg. Championship Dritter, würde ich mal sagen. Vettel, zieh dich warm an. Und der Newcomer. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Der Anfang war echt schlecht, dass ich selbst neu starten musste und so. Aus den Reifen geholt wurde. Anfang lief gar nicht gut. Unsere Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Toro Rosso hat bemerkenswerte Arbeit geleistet bei der Ausbildung neuer Talente. Und dass sie heute den Sieg nach Hause fahren, ist ein positives Zeichen für die Zukunft dieses Sports. Ja, hätte mich Red Bull mal genommen, ne? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat und schnellste auf die Runde hat.
Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Nun, nach so einem Rennen muss Esteban Butler sein, oder? Selbstbewusst und aggressiv. Verstappen, ich komme! Aber ich glaube nicht, dass er sich heute geholt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichert. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Ein weiteres. Das war doch ganz akzeptabel. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Ja. Die haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Selbstdarstellung. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Nichts. Sie haben Erfahrung mit dem schnellen, aggressiven Stil von Devon. Haben Sie einen Rat für die Fahrer, die er heute überholt hat? Danke für den Kommentar. Ich wollte noch kurz überlegen, ob ich schneller sein nehme. Aber naja. Also der zweite Fahrer von Red Bull, ne? Oh, ich bin mit, ist gerade gleich, Weber. Okay. Jawohl, haben wir wieder was? Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ja, aber damit war's das auch von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein.